Er hat eigentlich im ersten Jahr alles gewonnen. Und dann stellten sich gesundheitliche Probleme ein und es lief dann eigentlich alles schief. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Stempelhengste-Podcast. Ich sitze wieder mit Ina Tenz hier zusammen und diesmal haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Ja, ich habe mich richtig gefreut auf diese Folge, weil es tatsächlich ein Highlight ist. Wir waren in Mühlen. Wir haben gesprochen mit Paul Schockmöhle und wir waren auch noch in Verden und haben gesprochen mit Matthias Alexander Rath. Und dann kann es nur um einen Hengst gehen. Um Totilas. Um Totilas. Ja, ein legendärer Hengst. Er war ja nie unumstritten. Es gab aber auch ganz, ganz viele Highlights. Und ich freue mich auf das Gespräch mit den beiden, weil die wissen es am allerbesten. Vielen Dank, Herr Schockemühle. Wir haben natürlich einen Hengst vor Augen, den jeder kennt. Selbst Menschen, die nicht so sehr mit Reitsport zu tun haben, kennen natürlich den Namen Paul Schockemühle, aber sie kennen auch den Namen Totilas. Jedem sagt dieser Hengst etwas. Legenden ranken um ihn, viele Geschichten. Ja, ein Hengst, der sicherlich auch vielleicht sie persönlich durch alle Höhen und Tiefen hat leben lassen. Und über diesen Hengst sprechen wir jetzt in den nächsten 30 Minuten. Herr Schockemühle, erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Totilas? Ja, ich habe von Totilas natürlich relativ früh gehört. Er war sechsjährig auf der Weltmeisterschaft in Pferden, ist nicht aufgefallen, war dann, glaube ich, Vierter oder Sechster. Aber tatsächlich richtig aufgehört habe ich ihn in meiner Aufmerksamkeit gekriegt, als er dann begann in Holland Karriere zu machen unter Edward Gahl. Und selbst habe ich ihn dann gesehen auf der Europameisterschaft in London. Das war? Das muss 2009 gewesen sein. Da war er, glaube ich, neunjährig und wo er dann auch gewann. Ich hatte vorher nie ein Pferd gesehen, das ein solches Bewegungspotenzial in allen drei Grundkarten hatte. Und der auch sämtliche Lektionen in der hohen Dressur so akkurat gemacht hat wie Totilas. Für mich war das schon damals, auch in London, das absolute Ausnahmepferd in der Dressurwelt. Seine Versammlungsbereitschaft und gerade die Pirouetten, Trabverstärkung, spektakulär. Wann reift denn so eine Idee, den will ich haben? Die Idee ist mir gekommen, dann eigentlich nach London. Ich habe immer sehr viel mit Pferden zu tun gehabt und man hat auch seine Lieblinge, aber ich habe... Aber eher eigentlich auch mit Springsport. Also so. Ich habe mich, das stimmt nicht ganz, ich habe auch jetzt 200 Dressurfohlen im Jahr. Ich habe 11 Olympiaden mitgemacht und ich habe immer die Dressuren gesehen. Ich habe viele Weltmeisterschaften mitgemacht, immer in verschiedensten Funktionen. Als Pferdeflieger bin ich mal 68 meines Bruders in Mexico City angefangen. Habe dann ein paar Olympiaden selbst geritten, war Besitzer in Seoul, war Trainer von den verschiedensten Nationen, Saudi-Arabien, Korea, Japan, China, Ukraine und so weiter. Die Welt gesehen, ja. Und wie gesagt, steuere jetzt gerade auf meine letzte Olympiade im nächsten Jahr in Tokio zu, habe im Moment die japanische Equipe auch bei mir, die ich trainiere und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen
Und da habe ich auch immer alle Dressuren habe ich gesehen. Das werden Ihnen auch andere Reiter bestätigen, vor allem Dressurreiter. Ja, doch hoffentlich nicht die letzte Olympiade, sondern die nächste Olympiade. Nee, ich bin 74 und man muss auch wissen, wann Schluss ist. Eigentlich wollte ich auch die schon nicht mehr machen, aber man hat mich dann aus Japan sehr bekniet, dass ich das dann doch nochmal mache. Während sich Ina und Paul Schockemöhle getroffen haben, habe ich meine Hausaufgaben gemacht und mich mal wieder ein bisschen um die Fakten gekümmert. Totilas wurde am 23. Mai 2000 bei der Züchtergemeinschaft Jan Schuli und Anna Visser in den Niederlanden geboren. Der 1,70 Meter große KWPN-Hengst befindet sich heute im Besitz von Ann-Kathrin Linsenhoff und Paul Schockemöhle. 2015 wurde er verletzungsbedingt aus dem Sport verabschiedet. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf knapp 340.000 Euro. Er brachte bis heute 21 gekörte Söhne hervor und 81 eingetragene Zuchtstuten. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich bis 2018 auf rund 20.000 Euro. Aber bei dem Kauf von Totilas, welche Strategie steckt dahinter zu sagen? Und gut, unsere Deckstation werten wir dadurch natürlich extrem auch nochmal auf im Dressurbereich. Ja, für mich war das ein beginnerndes Pferd und das beste Dressurpferd der Welt. Das hat er dann ja auch bewiesen auf der Weltmeisterschaft, hat alle drei Prüfungen mit Weile gewonnen. Und hatte aber eigentlich mir schon vorher vorgenommen, zu versuchen, das Pferd zu kaufen. Und auch hatte ich dann den Besitzer schon vorher angesprochen. Und das war zwar keinem bekannt, aber ich hatte schon drei Termine mit dem Besitzer vorher. Okay, also die Weichen waren gestellt. Ihre persönliche Entscheidung für den Kauf, ging das eher in Richtung Sport oder eher in Richtung Zucht? Das Pferd war so teuer. 11 Millionen, glaube ich, ist der Preis, oder war ein bisschen mehr? War es nicht ganz, aber es war doch ein Preis, der aus dem Rahmen sprang. Also musste man, und ich bin auch Geschäftsmann, sonst kann ich als Pferdemann mit so vielen Pferden nicht überleben, Gedanken machen, wie kann man das refinanzieren. Und natürlich habe ich dann mich bemüht, einen guten Reiter zu finden. Wie läuft das ab? Ich habe dann kurz während der Weltmeisterschaft die Familie Linsenhoff angesprochen, habe gesagt, ich wüsste ein Dressurpferd, das wirklich ganz schnell die internationale Spitze erklimmen würde. Und dann haben die gesagt, ja, wer ist das denn, den kennt man doch und so weiter. Nee, ich sage, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Der Kauf war noch nicht ganz perfekt. Das kann ich euch sagen, das Pferd hat eine außergewöhnliche Qualität. Das Pferd kann man mit Totilas vergleichen. Das habe ich gesagt. Und dann kam das Leuchten in die Augen. Und gut, dann habe ich ihn gekauft, hatte dann auch relativ schnell Möglichkeiten, auch ihn weiter zu vermarkten, auch möglicherweise mit Gewinn. Wollte aber das nicht, weil ich ihn für die Zucht sichern wollte und wollte natürlich auch, dass er weiter im Sport geht. Und bin dann mit der Familie Linsenhoff einig geworden, dass sie ihn sportlich benutzen und wir ihn gemeinsam auch dann später in der Zucht benutzen. Und so hat sich das ergeben. Seine Laufbahn hat sich dann leider nicht so entwickelt, wie wir uns das gedacht haben. Er hat im ersten Jahr noch die deutsche Meisterschaft gewonnen, hat in Aachen alle drei Prüfungen gewonnen, aber er ist in seiner Gesundheit eingeschränkt gewesen. Wie war denn das? Ich meine, da muss ja ein enormer Druck auf allen Beteiligten gelastet haben. Man kauft jetzt dieses Pferd. Das Pferd hatte schon die Weltspitze überzeugt von seiner Qualität. Und jetzt wechselt es in ihre Hände. Ein Top-Reiter sitzt drauf. Wie geht man um mit diesem Druck, vor allen Dingen von außen? Gut, ich kann, glaube ich, Druck vertragen. Und ich muss sagen, eigentlich hat er ist da ein bisschen verteufelt worden, Alexander Rath, der
nach meiner Meinung ihn gut geritten hat, aber das Pferd hat leider, und das ist eben so, viele Dinge schief gehen können. Und das ging bei dem Pferd dann auch schief. Er war... Ich glaube, in München-Riem war es ja noch ein guter Start. Da gab es gleich einen Sieg. Er hat eigentlich im ersten Jahr alles gewonnen. Mhm. Und dann stellten sich gesundheitliche Probleme ein. Beim Pferd und beim Reiter auch. Beim Reiter. Und es lief dann eigentlich alles schief. Also das muss man schon so sagen. Und er konnte dann an seine früheren Qualitäten nicht... wieder, ich will nicht sagen in keinster Weise, er hat immer wieder auch gezeigt, welche überragenden Dinge er machen kann, aber er war nie mehr in der Lage, seine früheren Qualitäten darzustellen. Und dann kam Aachen 2015 und der Prüfung... Und dann hat er sich da noch... wie gesagt, der war schon immer ein bisschen angeschlagen und er war eben nicht mehr so fit und gesund wie zu früheren Zeiten. Und in Aachen ist er draußen, ich glaube, dass das schon draußen passiert ist, wo er sich wehgetan hat, ging dann aber wieder gerade, sodass man ihn dann doch in die Prüfung getan hat und dann ist das Problem in der Prüfung wieder aufgetreten und auf einmal war er lahm. Und abgeläutet worden und das war leider sein Ende. Das wurde dann von vielen belächelt. Diagnose war Knochenödem an der Und die Ursache war ein Knochenödem. Das hat man auch nachher dann im MRT festgestellt. Da sind wir lange auch nicht drauf gekommen. War auch schon mal vor MRT und hat man aber andere Dinge untersucht und das war also alles sehr schwierig. Und dann ist er verabschiedet worden oder hat seinen Abschied genommen. Trotzdem bin ich nach wie vor sehr, sehr froh, dass ich ihn damals gekauft habe. Denn er bewahrheitet jetzt das, was ich von ihm erwartet habe. Denn ich in der Zucht bin ja hervorragende Pferde. Werbung. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net/beruf-pferd klicken oder dem Link in den Shownotes folgen. Wie ist das, wenn man so einen Star kauft? Der steht mitten im Spotlight, die Arenen füllen sich. Es gaben ja plötzlich Leute zu Dressurprüfungen, die vorher wahrscheinlich eher gegähnt hätten oder damit nicht so viel anfangen konnten. Es gab plötzlich einen Pferdestar. Ganz viele Leute, die hingeguckt haben, ein Fankult um das Pferd, aber natürlich zeitgleich auch sehr viele Neider, ich sage auch mal Besserwisser, Kritiker. Was war so die härteste Front, die auf sie zugerollt ist? Gut, es war so, dass ganz am Anfang gab es schon eine Begeisterung. Heute würde man sagen Hype um dieses Pferd. Ich selbst muss sagen, ich war selbst von ihm auch begeistert, sonst hätte ich nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Ich wollte ihn haben, ja. Da gibt es keinen Zweifel. Ich wollte in jedem Fall ein Mitbesitzer werden, wollte ihn für die Zucht später benutzen können und mir sein Blut sichern. Ich war begeistert von dem Pferd. Es war unstreitig das beste Dressurpferd in der Welt zu seiner Zeit. Und dass das dann nachher schiefgegangen ist und dass man sich Erfolg nicht kaufen kann, das ist dann auch menschlich, dass dann andere Leute lachen und dass auch Neider sagen, guck mal, was denn Mist sie da gebaut haben und so. Ja, ich glaube, es war vorher auch immer diese Diskussion um Rollkur. Und ich meine, das Pferd wurde ja auf jedem seiner Schritte beobachtet und alles wurde überinterpretiert. Und Social Media, muss man auch sagen an der Stelle, soziale Netzwerke, Facebook und Co., alle haben zu allem auch sofort eine Meinung. Wie geht man damit um? Glücklicherweise bin ich in meinen Überzeugungen so weit gefestigt,
um es auf Deutsch zu sagen, was stört die Eiche, wenn die Sau sich dran schabt. Vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt. Er war für mich das beste Pferd. Ich hatte das Glück, dass ich ihn erwerben konnte. Sicherlich gibt es, und das gibt es in allen Bereichen, nicht nur im Pferdesport, immer wieder Neider, wenn man Erfolg hat. Der Erfolg war uns nicht so vergönnt, wie wir es gehofft haben. Sportlich, ich glaube, dass wir züchterisch in 10 Jahren das nochmal ganz anders sehen werden. Was gibt er an seine Nachkommen weiter? Er gibt vieles weiter, vor allen Dingen, was er besonders konnte, seine Versammlungsmöglichkeiten. Ich glaube, es wird vielleicht außer Donnerhall in der Dressur keinen Hengst geben, der so Piaffen und Passagen weitergibt, also die Möglichkeit dazu. Natürlich muss jedes Pferd gemacht werden, jedes Pferd muss ausgebildet werden, brauche ich nicht zu erklären. Aber die Veranlagung dazu, die gibt er tatsächlich weiter, und da glaube ich, dass er nach wie vor eine große Zukunft hat. Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist das Pferd Totilas. Also wer hatte sich benommen, wie war er im Stall? Sein Vater war Trakehner, Garibaldi, auch eine Legende. Wie viel Trakehner, und den sagt man ja nach, sie haben Charakterstärke, um es mal positiv zu formulieren, wie viel Garibaldi steckte in Totilas? Ja, glaube ich schon. Totilas hat sich tatsächlich anders benommen wie Chaco Blue. Für mich waren beides Stars und beides Lieblinge. Totilas wollte schon der Chef im Stall sein. Und wenn man ihn nicht so beachtet hat, hat ihm das überhaupt nicht gefallen. Hat er dann gemacht? Ja, er lief dann im Stall rum und sagt, hier kümmert sich keiner um mich und mich füttert keiner und ich hätte auch gerne mal wieder eine Wurzel und so weiter. Und er hat schon mal auch ausgedrückt, dass er muffig war. Und wir sind natürlich ein großer Stall. Andere Leute sprechen von Massentierhaltung, aber ich bin der Meinung, man muss jedes einzelne Tier für sich sehen und man muss alle Tiere gleich behandeln. Und man muss auch die Pferde, die dann eben nicht so begabt sind und die dann nicht so ganz genauso gut sind wie Totilas, auch genauso gut behandeln. Und deswegen hat er hier bei uns auch nicht, sicherlich hat er mehr Beachtung gefunden, aber ihm sind nicht viele Sonderwünsche erfüllt worden und haben wir auch grundsätzlich nicht gemacht. Und er war schon vorher der große Star in seinem Stall und das wollte er auch hier sein. Wie gesagt, wir haben ihn sicherlich mehr beachtet, aber er wurde hier wie ein normales Pferd behandelt. Was bedeutet das, wenn man ein Pferd für so viel Geld in den Stall holt? Was für Voraussetzungen schafft man dann? Rund um die Uhr Kameraüberwachung, Schichtbetrieb, persönlicher Pfleger, also welche Sicherheitsvorkehrungen? Also wir hatten schon eine Kamera aufgebaut, so dass wir ihn immer sehen konnten in seinem Stall. Die gibt es immer noch. Und, aber Pfleger, sicherlich ist er auch von den Pflegern mehr beachtet worden, mehr betüdelt worden als andere. Das ist sicherlich so. Und sicher hatte sein Pfleger nicht so viel Pferde zu betreuen wie sonst die Pfleger. Wie viele schlaflose Nächte hat er Ihnen gebracht? Ich glaube nicht so sehr viel. Ich war von dem Pferd immer überzeugt. Das ist, wenn man so lange im Sport war wie ich, und das ist über 40 Jahre, dann weiß man, dass man auch Rückschläge hat und wir hatten ja auch am Anfang gute Erfolge. Wir haben jetzt gute Erfolge in der Zucht und deswegen, wir hatten schlechte Zeiten, schwere Zeiten, gar keine Frage. Wir hatten am Anfang gute Publicity, wir hatten dann schlechte Publicity, aber wie gesagt, damit muss man leben und damit muss man auch als Sportler leben. Wie ist es heute? Er steht jetzt bei Matthias Alexander Rath, Totilas, und ist ja in der Zucht. Wie ist so die Informationskette? Wenn er mal Bauchschmerzen hat oder hustet, kriegen Sie dann direkt eine Nachricht? Oder?
Ich kriege nicht über jede Sache Nachricht. Bauchschmerzen hat er, glaube ich, selten gehabt bei uns. Die Probleme lagen eben woanders. Und auch jetzt bei der Familie Rath oder Rath-Linsenhoff wird er sehr gut betreut und es geht ihm sehr, sehr gut. Auch seine gesundheitlichen Probleme sind behoben. Er ist hier in den letzten 3-4 Jahren, immer wenn er hier war, jeden Tag geritten worden, ausgeritten worden und so weiter. Und das passiert auch jetzt. Haben Sie ihn selber mal geritten? Ich kann leider seit 30 Jahren nach einem Sturz in Aachen nicht mehr reiten. Ich habe dann 4 Wirbel verschoben und es geht leider nicht. Aber ich hätte ihn gern geritten, ja. Aber Sie kriegen wahrscheinlich viele Angebote, so einmal Totilas reiten. Gibt es das? Anfang? Ja, das gab es ja, sehr viele. Aber denen sind wir nicht nachgekommen. Verständlich. Wenn Sie den Satz vervollständigen, Totilas ist für mich... Schon ein Traumpferd. So ein Pferd zu züchten, das ist eine Lebensaufgabe. Und wie ist Ihre Vision für ihn, wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen und so 20 Jahre weiter gucken? Ich glaube, dass man in 20 Jahren ehrfurchtsvoll von Totilas spricht. Vielen Dank, Herr Schockemühle, für das Gespräch. Jetzt haben wir Paul Schockemühle zu seinem Hengst Totilas gehört, aber du hast ja auch mit seinem Mitbesitzer und letzten Reiter Matthias Alexander Rath gesprochen. Ich freue mich, dass wir zu diesem außergewöhnlichen Hengst auch zwei Menschen zu Wort kommen lassen können. Ein kleiner Hinweis noch, das Video, über das Ina und Matthias Rath sprechen, ist in unseren Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Ich bin sicher, tausende Reiterinnen und Reiter stellen sich die Frage, was ist das für ein Gefühl auf dem Rücken von Totilas? Aber zu dieser Frage kommen wir gleich noch ganz sicher. Vielleicht vorab die wichtigste Frage, wie geht es Totilas? Totilas geht es sehr gut und wir sind froh, dass es ihm gesundheitlich so gut geht, wie es ihm jetzt geht. Wir haben ihn ja recht früh, 2015, aus dem Sport rausgenommen, weil wir einfach das Gefühl hatten, wir haben es versucht, das ein oder andere Mal ihn wieder in den Sport reinzubringen. Und dann haben wir aber 2015 beschlossen, dass es besser ist, ihn rauszunehmen. Er genießt heute seinen Lebensalltag bei uns auf dem Hof, wird jeden Tag geritten, kann aufs Paddock, kann auch aufs Graspaddock. Und ist im Grunde genommen wirklich sehr gut drauf, deckt natürlich viel. Mhm. Wie muss man sich das so bildlich vorstellen? Der hat wahrscheinlich eine tolle große Box in einem Hengststall oder steht er alleine oder wie ist so sein Alltag? Er steht bei uns im Hengststall mit den anderen Hengsten zusammen, hat da eine sehr schöne Box, wie alle Pferde bei uns, also hat da jetzt keine doppelt so große Box wie die anderen, aber eine sehr, sehr schöne Box. Von innen mit rotem Polster ausgeschlagen. Ja. Nee, also es ist, er wird da schon normal als Pferd gehalten und genießt im Grunde mit den anderen Hengsten zusammen da im Hengstbereich seine Box, glaube ich. Und ein Alltag sieht bei ihm im Grunde genommen so aus, dass er jeden Tag aufs Paddock kommt, weil ihm das einfach wirklich sehr gut gefällt. Wird geritten, wird gearbeitet. Auch geritten. Ja. Natürlich nicht mehr mit der Intensität, wie man das zu seinen Sportzeiten vom Training her gehandhabt hat. Hat er einen festen Reiter? Reiten Sie ihn jeden Tag? Ich reite ihn hin und wieder. Meine Mutter, meine Stiefmutter reitet ihn jetzt sehr regelmäßig, weil sie viel Spaß dran hat. Auch weil sie eben das Gefühl auf seinem Rücken schon mal so angesprochen hatten. Das ist natürlich auch für sie ein sehr, sehr schönes Gefühl, ihn reiten zu können und fühlen zu können, wie er gewisse Dinge macht. Weil er halt auch einfach immer noch so fit ist, dass man... Er hat Spaß dabei, PF Passage nochmal zu machen. Oder seine Stärke. Ne? So mal seine Pirouetten zu zeigen. Ja. Und das sind einfach so Dinge, da hat er Spaß dran. Und man merkt auch wirklich, also er wäre jetzt nicht ausgelastet mit nur Paddock oder Graspaddock, sondern hat einfach Spaß dran, auch geritten zu werden. Und das ist, schön, das ist halt schön. Ja. Machen wir mal die Zeitreise zurück.
Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung oder wann haben Sie das erste Mal den Hengst wahrgenommen, auch noch zu aktiven Zeiten, als er in Holland stand? Das erste Mal wahrgenommen war mit Sicherheit über die Medien, weil einfach so die ersten öffentlichen Auftritte natürlich schon direkt einen riesen Wirbel ausgelöst haben, als so die ersten öffentlichen Auftritte unter Edward Geil da waren, wo im Grunde genommen sofort erkennbar war, dass das ein Pferd ist, das gab es vorher so noch nicht. Mit Bewegungsmöglichkeiten, die unglaublich sind, mit Möglichkeiten für die Versammlung, die bis dahin so noch nicht da waren. Also er hat da wirklich im Grunde genommen eine neue Zeit eingeläutet, was den Sport angeht. Und, wann haben Sie ihn das erste Mal live gesehen? Das erste Mal live gesehen habe ich ihn 2009 bei der Europameisterschaft in England, in Windsor. Mhm. Und da war es wirklich so, dass alle, gerade in der Kür auch, alle Teilnehmer, beteiligten Zuschauer da saßen, da standen und einfach nur fasziniert waren, wie dieses Pferd da ging. Und ich meine, da war es zwar 9 Jahre alt, wirklich noch sehr, sehr jung ja auch für einen Grand Prix-Sport. Und es war einfach unglaublich, wie das Pferd da gegangen ist. Und das war so die erste Live-Begegnung mit ihm, wo ich ihn live gesehen habe. Und dann im Grunde genommen ja so 2009, 2010 doch auf dem einen oder anderen Turnier wieder gesehen habe, 2010 in Aachen wieder gesehen und dann auch in Kentucky 2010. Ich glaube in Aachen, wir haben ja auch schon mit Paul Schockemöhle gesprochen, war dann der Moment, wo Paul Schockemöhle eine Idee hatte. Ja, die Idee kam mit Sicherheit von ihm. Er wollte den Hengst dann auch unbedingt nach Deutschland holen. Und meine Stiefmutter dann auch angesprochen. Da war natürlich auch einfach die Begeisterung riesig, ja, weil das Pferd ist einfach ist nach wie vor, aber war damals einzigartig und der Gedanke, das Pferd nach Deutschland holen zu können, zu uns zum Hof holen zu können und dann bei uns auch weiter im Sport vorstellen zu können, da war die Freude riesig. Und war dann schon klar, dass Sie der Reiter werden? Also in Aachen 2010 mit Sicherheit nicht. Also das kam dann im Grunde genommen während oder nach der Zeit in Kentucky kam das im Grunde genommen so, dass da die ersten Gespräche waren und dass man gesagt hat, das wäre möglich. Und das war natürlich auch eine spannende Entscheidung. Ja? Also das ist ja nicht so eine Frage, oder die Möglichkeit, die man jedes Jahr bekommt, so ein Pferd reiten zu können. Ich glaube, das wurde tatsächlich dann ja auch wahrgenommen weit über die Reiterkreise hinaus. Also Totilas ist dadurch ja auch eine Legende geworden, ist ein Living Legend. Schon ein beeindruckender Move, wie man heute sagen würde. Ja, das war natürlich, es passte halt auch alles einfach unheimlich zusammen damals. Ja? Das waren die Leistungen, die er unter Edward Geil gezeigt hat. Das waren wie er die Prüfung gewonnen hat, mit welchen Prozenten, aber auch mit welcher Ausstrahlung Totilas durchs Viereck getrabt, galoppiert, Pierre-Fiat passagiert ist. Dann der Verkauf, der natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Auch durch die Summe, über die über die bis heute spekuliert wird. Und das alles zusammen war natürlich einfach einzigartig. Ja? Also das wäre heute wahrscheinlich sogar nicht anders, aber damals war das sehr, sehr extrem. Und dementsprechend war halt einfach die Aufmerksamkeit auch riesengroß. Das war einfach eine spannende Zeit. Und jetzt kommen wir zu der Frage. Dann gab es den ersten Moment, ich steige jetzt auf dieses Pferd. Erinnern Sie sich dran? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß genau, wo er damals in Mühlen auf der Steigasse stand, als wir dann nach Mühlen gefahren sind, ihn uns da angeguckt haben, ich mich das erste Mal draufsetzen konnte, das erste Mal reiten konnte. Das ist natürlich auch im ersten Moment aber das ist wahrscheinlich auch normal, wäre jeder, wenn man weiß, was ein Pferd vorher schon geleistet hat, im ersten Moment ist man da auch vorsichtig. Das ist einfach so. Man setzt sich da nicht so drauf wie auf jedes andere Pferd. Aber er hat's mir auch relativ leicht gemacht, weil er einfach wirklich ein Pferd mit einem ganz, ganz tollen Charakter ist, der schon zusammen mit dem Reiter alles richtig machen möchte.
Und dementsprechend hatte ich da von Anfang an ein sehr gutes Gefühl auf ihm. Uns hören ja viele Züchter zu, aber auch viele Reiter. Können Sie es irgendwie beschreiben? Ich weiß, es ist ein Gefühl, das ist immer schwierig, aber wenn es dafür Worte gibt, wie fühlt es sich an, Totilas zu reiten? Ja, das ist wirklich schwierig. Es fühlte sich in größten Teilen, also gerade wenn man das vielleicht so differenziert sieht, so Piaf Passage, fühlte es sich wirklich so an, wie es aussah. Ja? Also das war einfach mit so viel Kraft, mit so viel Energie, mit auf der anderen Seite auch mit so einer Leichtigkeit, wie man das mit ihm abrufen konnte, das kannte ich bisher nicht. Also das ist auch so im Nachhinein betrachtet, war es für den einen oder anderen junge Pferd bei uns nicht ganz einfach, weil ich natürlich auch anfing zu vergleichen. Ja? Also weil man hat natürlich das Gefühl von Totilas, und das war in vielen Punkten, ob das die Pirouetten waren, ob das die Piaf Passage Tour war, auch die Wechsel, wie man sie reiten konnte, das waren natürlich in vielen Punkten also das Gefühl des Maximalen. Und dann ist es natürlich schwer für junge Pferde, das auch so zu zeigen. Also es hat auch bei mir einfach dazu geführt, dass ich selber unheimlich viel gelernt habe. Speichert man dann ab wahrscheinlich. Das speichert man ab, und dieses Gefühl will man dann natürlich am liebsten immer haben. Und das geht natürlich nicht, weil Totilas ist da einzigartig. Ja, ein klares Ziel dann. Ja. Dann gab es den ersten Turnierstart in München, war das, glaube ich, München-Riem. Mhm. Und das ist ja auch ganz gut gelaufen. Mhm. Aber der Druck muss ja unglaublich gewesen sein. Der Druck war relativ groß, aber das war mir schon bei der Entscheidung klar, als ich 2010 gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich aber auch damals nicht lange gezögert oder gesagt, oh, da muss ich erst mal eine Woche drüber nachdenken. Ja. Weil, wie eben schon gesagt, die Chance bekommt man nicht so häufig. Und ich glaube nach wie vor, dass es fast keinen gegeben hätte, der es wirklich reell abgelehnt hätte, das Pferd zu reiten. Und dementsprechend war das bei der Entscheidung schon klar, dass der Druck groß wird. Die mediale Aufmerksamkeit, die entstanden ist, dadurch natürlich auch das Ganze nicht kleiner gemacht hat. Natürlich ist es auch bei uns so oder auch bei mir so, dass man ab und zu drüber nachdenkt, ja, was wäre gewesen, wenn man das alles komplett klein gehalten hätte, alle medialen Geschichten abgesagt hätte, nichts gemacht hätte. Ich glaube aber, dass das teilweise auch gar nicht möglich gewesen wäre. Also entweder hätte man es wirklich alles ablehnen müssen. Ich glaube, das hätte noch eine schlimmere Eigendynamik bekommen. Und es wären auf dem ersten Turnier hätten trotzdem alle da gestanden und gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wie es geht. Ja? Dann also erst recht, genau. Das hätte so für uns im Viereck, für mich mit Totilas im Viereck, hätte es, glaube ich, keinen großen Unterschied gemacht, weil der Druck genauso da gewesen wäre. Erinnern Sie sich, was war so das Absurdeste, was Sie im Medienrummel erlebt haben in der Zeit? Also jetzt nicht später, sondern zu Beginn erstmal. Ja, das waren, glaube ich, zu viele Dinge, um da eine einzelne Sache hervorzuheben. Es waren natürlich einfach auch viele, das waren Anfragen von Medien, die wirklich, glaube ich, noch nie in ihrem Leben irgendwas über Pferde gemacht haben. Auch aus Amerika, aus New York, und es waren einfach unglaublich viele Anfragen, die man ja auch, wir hatten wirklich die ersten Wochen, hatten wir wirklich zweimal die Woche im Grunde genommen irgendwen zum Training, zum Zugucken. Und gab es auch manchmal Leute, die nicht auf den Hof gehörten, die einfach rumschlichen und Totilas sehen wollten? Also bei uns zu Hause ist es einfach, weil da ist das Tor ja zu. Dann kommt keiner drauf. In Mühlen ist es natürlich ein bisschen anders, da ist natürlich offener. Und da gab es natürlich auch immer mal wieder Züchter, die um die Ecke geguckt haben. Aber was ja auch schön ist, weil einfach das Interesse da war und die Leute sich auch dafür interessiert haben, Mensch, wie ist denn der, wie geht denn der zu Hause? Und das ist ja auch das Interessante. Also da haben wir auch nie, haben eigentlich nie die Halle zugemacht und gesagt, es darf keiner zugucken. Es entstand ja auch ein richtiger Fankult um das Pferd. Gab es auch solche Anfragen, also unmoralische Angebote nach dem Motto, einmal Totilas reiten? Auch die Anfragen mal auf Totilas reiten zu dürfen, die gab es reihenweise, ja. Oder für Geburtstage oder auch wir hatten sogar einen Heiratsantrag vor der Box. Wir hatten einen Heiratsantrag vor der Box. Das war bei uns zu Hause, das vergesse ich auch nicht. Die Frau wusste natürlich auch nichts davon.
oder die zukünftige Frau. Und bei Totilas, das war für sie schon ein Riesenwunsch, das Pferd mal live zu sehen. Und dann sind wir über den Hof gelaufen und haben uns alles nochmal angeguckt. Und dann sagte der Mann, Mensch, er wollte unbedingt gerne nochmal zu Totilas Box gehen. Ich wusste das ja, was dann kommt. Und dann ist er ja wirklich vor der Box von Totilas auf die Knie gegangen und hat sie gefragt. Das war, glaube ich, so mit das Verrückteste, ja. Hat sie denn Ja gesagt? Ja, sie hat zum Glück auch Ja gesagt. Und als Geschenk gab es dann ein Fohlen von Totilas? Ja, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich ihn mal fragen, ja. Ja. Aber das sind so schöne Erinnerungen, ja. Also bei allem Druck, den man hatte, hat man natürlich einfach, oder habe ich einfach, wir als Familie mit dem Pferd einfach unheimlich viel erlebt, unheimlich viele schöne Momente erlebt. Ob das solche Momente im eher privaten Rahmen waren, ob das Trainingsmomente waren und ob das Turniermomente waren, die einem immer in Erinnerung bleiben. Aachen 2011 mit Sicherheit, da den Gesamtsieg errungen zu haben, das war ein Riesenerfolg für mich. 2014, nach einer langen, langen Pause wiederzukommen und in Aachen zweimal vor Damon Hill und Vallecro zu stehen, das sind so Momente. Also gerade 2014, weil ich selber nicht erwartet habe und auch, glaube ich, kein anderer erwartet habe, das sind so Momente, die bleiben natürlich immer in Erinnerung und die verbinden mich auch für immer mit dem Pferd. Also Stichwort Druck und Medienrummel, es gab dann ja einen Trainerwechsel und dann kamen natürlich auch viele Schlagzeilen. Da ging es um die Trainingsmethoden, Stichwort Rollkur. Wie war das für Sie rückblickend? Grundsätzlich muss ich sagen, ist Jeff Jansen, also er ist natürlich damals mein Trainer gewesen, aber er war auch sehr, sehr schnell ein sehr guter Freund. Ich schätze ihn einfach als Menschen sehr. Er ist sehr, sehr, sehr geradeaus, sehr ehrlich, sagt einem auch sehr ehrlich seine Meinung. Also für mich ist er ein sehr, sehr guter Freund geworden und das Training ist eigentlich schade, dass es im Grunde genommen nur auf die Rollkur oder nur auf diese tiefe Halseinstellung im Grunde genommen reduziert wird, weil das Training geht natürlich viel, viel weiter. Das Training geht bei Weitem darüber hinaus. Das ist mit Sicherheit ein Element in dem Training, aber die Prüfungsvorbereitung, das Training zu Hause, mit welcher Genauigkeit er zu Hause trainieren lässt, den Reiter auf ein Turnier drauf vorbereitet. Ich kann zum Beispiel wirklich behaupten, so 2014 der Grand Prix und der Spezial in Aachen, da hatten wir wirklich fast jeden Tritt vorher geplant. Und das ist einfach, da ist er wirklich als Trainer, ja. Also habe ich so sonst auch noch nicht erlebt. Das ist wirklich super gewesen und deswegen ist es halt schade, dass es ab und zu dann nur darauf reduziert wird, nur auf die tiefe Halseinstellung. Sicherlich auch durch Internet, Social Media, ja, Hashtag Aufschrei. Klar, und alle wissen es besser. Das bleibt ja heutzutage auch nicht aus. Ja, das war ja auch im Grunde genommen von Anfang an so, dass einfach wahnsinnig viel über damals noch mehr über Facebook als über Instagram geschrieben, geurteilt, gemacht wurde. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mir das alles durchzulesen, weil eine kritische Auseinandersetzung ist ja okay und auf jeden Fall. Ist ja auch gut, es dient der Transparenz und trotzdem hat man eben oft das Gefühl, genau, man kann nicht dagegen an, gegen die Welle. Ja, also und wir haben uns ja auch nie verwehrt, ich sag mal, drüber zu sprechen, drüber zu diskutieren, auch kritisch drüber zu diskutieren, auch mit Journalisten, mit der Öffentlichkeit. Aber das ist halt bei Social Media ein bisschen natürlich gang und gäbe, dass es im Grunde genommen natürlich sehr anonym kritisiert wird. Sehr und dann absolut und auch. Dann natürlich auch sehr oft sehr, sehr, sehr unter die Gürtellinie und das ist halt einfach so, finde ich, das Problem. Also ich habe überhaupt kein Problem damit mit Kritik, das gehört auch in jedem Sport dazu. Jeder Sportler muss auch selbstkritisch sein und muss sich immer wieder auch kritisieren lassen, ob von Trainern oder aber da so bei diese Social-Media-Geschichten, das war mit Sicherheit auch das, was am meisten genervt hat irgendwann. Verständlich, ja. Dann kam ein bisschen eine Pechsträhne, auch gesundheitlich jetzt bei Ihnen. Olympianominierung, aber Sie konnten nicht hin.
Was geht denn in einem vor? Ja, das ging natürlich da schon los, dass es Totilas im Grunde genommen Ende 2011 schon mal leicht verletzt war, dann ging es wieder, dann kam meine Erkrankung dazu, was natürlich einfach vor dem großen Ziel Olympische Spiele eine Riesenenttäuschung war. Dann im Herbst danach die Verletzung von Totilas, die sich dann sehr, sehr lange hinzog, sodass wir 2013 gar nicht an den Start gehen konnten. Dass er gegen ein Überbein getreten, glaube ich, ne? Oder war das? Ja, er hatte ein Überbein. Mhm. Das war wirklich dann so eine Pechsträhne, die dann anfing. Wo dann auch eins nacheinander kam und wo es dann einfach wirklich sehr, sehr lange dauerte. Also so 2013 war dann wirklich so ein Jahr so komplett ohne Turnierstart. Das war natürlich sehr deprimierend. Und gesundheitlich ging es Ihnen dann aber besser? Ja, also pfeifersches Drüsenfieber. Genau, pfeifersches Drüsenfieber. Ja. Mir ging es dann auch wieder besser. Ich habe dann ja auch 2013 auch wieder Turniere geritten und so. Das ging alles wieder, aber die Verletzung von Totilas, die zog sich halt einfach sehr lange hin und dann hatten wir ihn 2014 wieder stabil, auch im Training. Ja, und die Erfolge waren da? Die Erfolge waren wieder da, ja, und dann kam im Trainingslager die nächste Verletzung, ne? Und das Gleiche hatten wir dann 2015 nochmal, da war es halt nicht das Trainingslager, sondern da war es dann auf dem Championat. Und ja, ich weiß noch, in Aachen, die Noten kamen und dann sah man so ihr Unverständnis darüber, wie das sein konnte. Da war es noch allen gar nicht klar, dann was im Grunde die Richter gesehen hatten. Ja, gut, 2015 Aachen, das ist so ein Turnier. Ein Trauma. Sicherheit. Da denke ich nicht so oft drüber nach, bin ich ganz ehrlich, das ist mit Sicherheit nicht so ein Höhepunkt gewesen. Ist passiert, wünscht man sich nicht, wünscht man auch keinem anderen, aber es gehört halt auch irgendwo dazu, zu einer Karriere. Sie sind damit ja sehr transparent dann auch umgegangen und die Entscheidungen, die getroffen wurden. Ja, also die Entscheidung stand für mich auch sehr schnell fest dann, ja. Es war jetzt, das war dann als feststand, dass es halt die nächste Verletzung ist, war für mich in Aachen noch klar, dass es jetzt das gewesen sein soll, weil es halt einfach irgendwann auch zermürbend ist, ja? wenn man sagt, die eine Verletzung, dann die eigene Erkrankung, dann die nächste Verletzung beim Pferd und dann kamen noch zwei hinterher, dann sagt man sich irgendwann, es soll halt einfach auch nicht sein und auch zum Wohle des Pferdes dann nicht, weil irgendwann finde ich, hat man dann auch Verantwortung gegenüber dem Pferd und muss dann auch einfach feststellen, dass es für den Sport nicht ausreicht. Ich habe ein Video gesehen von Anfang des Jahres bei einer Hengstschau in Holland. Mhm. Da war Totilas bei Ihnen, also Sie haben ihn an der Hand vorgeführt und drei seiner Söhne trabten in der Bahn. Edward Gahl saß auf einem der anderen Totilas Söhne und es war super emotional. Ich glaube, Edward van Gaal weinte sogar, als er Totilas wieder saß, so beim Schlussbild dann. Und eine Freundin von mir, die hat eine Stute von Totilas, ist Fan, und sie schickte mir dieses Video und meinte, die Holländer wissen ihn richtig zu schätzen und die gehen mit ihm fair um. Ja, das so teilen? Das kann ich genauso teilen und würde ich genauso unterschreiben. Also in Holland ist Totilas wirklich eine Legende, ganz sicher. Die Holländer verehren ihn einfach. Die Halle, die hat gestanden, weil sie auch, glaube ich, jetzt schon viel mehr wissen, was er zum einen für den Sport geleistet hat, weil er, glaube ich, den Sport nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat. Es gab kein Pferd vorher, das den Sport so extrem, auch punktemäßig, notenmäßig nach vorne gebracht hat in ganz, ganz kurzer Zeit. Das wissen sie zu schätzen und sie wissen auch, glaube ich, jetzt schon noch sehr viel mehr zu schätzen, was er im Grunde genommen für die Zucht leistet und leisten kann, weil wenn man sieht, dass jetzt wirklich mehr und mehr Nachkommen von ihm auch in Sport kommen, wie sie in Sport kommen, mit welchen Veranlagungen von ihm weitergegeben sie in Sport kommen,
werden wir da, glaube ich, die nächsten Jahre, weil er natürlich auch eine Zeit lang wenig bis gar nicht gedeckt hat in der Zeit, wo er verletzt war, werden da die nächsten Jahre nochmal wieder wesentlich mehr Nachkommen kommen. Und da wird man, glaube ich, dann auch deutlich sehen, was er im Grunde genommen für die Zucht leisten kann oder leisten wird. Also das Video hat mich sehr beeindruckt. Ich gebe zu, Gänsehautmomente, diesen Unterschied zu sehen. Was, wenn wir jetzt über die Zucht sprechen, werfen Kritiker oder warum war er anfangs nicht so gefragt? Was waren so die Vorurteile? Gut, er war ja im Grunde genommen, erstmal war er gar nicht im Deckeinsatz die ersten Jahre. Dann ist er mit Sicherheit ein Hengst, der sich einfach auch über die Ausbildung unglaublich entwickelt hat. Das muss man einfach so sagen. Das ist ja auch das, was er sein Nachkommen im Grunde genommen mitgibt, die dann wirklich auch gerade 5-, 6-, 7-jährig sich im Grunde genommen nochmal unglaublich weiterentwickeln. Und deswegen, aber gut, er war halt, wie gesagt, die ersten Jahre auch gar nicht im Deckeinsatz. Und als er 2010 das erste Jahr in Holland gedeckt hat, war das noch sehr limitiert, die Stutenanzahl. Auch einfach im Hinblick auf die Weltreiterspiele in Kentucky. Und dann hat er ja wirklich danach, wenn er gedeckt hat, hat er wirklich super, super viele Stuten bekommen. Ja? Also er hat 2011, das erste Jahr, als er bei uns und Paul Schockemühle war, wahnsinnig viel gedeckt. 2012 hat er noch viel gedeckt, solange es ging. Und dann kamen halt die Jahre, wo wir einfach durch die Verletzung gesagt haben, wir konzentrieren uns, wenn er dann fit ist, auch wirklich nur auf den Sport. Klar, in den Jahren war natürlich die Nachfrage dann auch nicht so groß. Tiefgefrier-Sperma wird dann doch immer noch wenig eingesetzt von den Züchtern. Und deswegen gibt es aus den Jahrgängen halt wenig bis kaum Fohlen. Und hat dann aber 2016 wirklich sofort wieder sehr, sehr viel gedeckt, als er im Frischsamen-Einsatz war. Und ich glaube auch, dass das die nächsten Jahre noch so weiterlaufen wird. Und die Nachkommen, sieht man ja, setzen sich durch nach und nach. Jetzt wollen wir von Ihnen, wo wir schon mal die Gelegenheit haben, noch ein bisschen etwas über das Pferd hören, wie er denn wirklich so ist. Also, ich meine, wenn Sie ihn beschreiben, ne, so als wäre er ein Mensch, geht natürlich nicht, ist ein Pferd, aber welche Charaktereigenschaften hat er? Was ist es für ein Typ? Ist er gut gelaunt, schlecht gelaunt? Nee, er ist grundsätzlich ein sehr, sehr gut gelauntes Pferd, ein sehr aufgeschlossenes Pferd, der auch die Ansprache einfach sucht und haben möchte. Ist kein Pferd, es gibt ja bei Menschen, also ich sag mal, wenn man es vergleicht mit Menschen, es gibt ja Menschen, die auch gern mal alleine für sich sind und ihre Ruhe haben. Er hat schon gerne, dass er einfach Ansprache hat, dass was passiert bei ihm, dass er was sehen kann, dass er rauskommt. Ein Pferd, das einfach viel Bewegung braucht und haben möchte und der deswegen jetzt auch nach wie vor Spaß hat, zu zeigen, was er kann und wie er es kann. Und ist im Grunde genommen charakterlich wirklich auch ein sehr, sehr ehrliches und sehr, sehr liebes Pferd. Ist er hengstig? Er ist natürlich als Deckhengst, ist irgendwo natürlich auch der Hengst drin in ihm, das ist klar, aber er ist jetzt, es ist alles handelbar und er ist jetzt nicht, also ich kann genauso gut meine Kinder in die Box schicken, er ist jetzt kein gefährlicher Hengst in dem Sinne, aber natürlich eine gewisse Hengstigkeit gehört ja auch dazu. Hat er Marotten? Er hat eine ganz gewisse Art, über fremde Haufen rüberzusteigen. Das hat er schon. Also er tritt nie rein, das würde er nicht tun. Er macht immer eine ganz spezielle Bewegung über den Haufen drüber, um dann nochmal einen kleinen Haufen von ihm draufzusetzen. Also das macht er. Er frisst wahnsinnig gerne Äpfel. Das hat er sehr, sehr gern. Ansonsten Marotten. Nee, hat er sonst nicht. Nee. Ganz herzlichen Dank, Matthias Rath, für dieses Gespräch über Totilas. Letzte Frage, vervollständigen Sie bitte den Satz. Totilas ist für mich das Pferd meines Lebens. Punkt. Ja. Ja, Dankeschön. Ja. Ja, das war ziemlich interessant. Ich glaube, ich habe noch nie so viel
intime Informationen über Totilas irgendwo gelesen. Du, über den Heiratsantrag bin ich auch noch nicht ganz weg. Ja, total faszinierend, was für eine Faszination von diesem Pferd ausgeht, wie viele Menschen von ihm berührt worden sind. Oder auch eine lebende Legende. Ja. Ja, total toll. In der nächsten Folge geht es wieder um ein Springpferd. Richtig. Mit wem hast du dich da getroffen? Wir waren bei Marco Kutscher in Bad Essen und haben mit ihm über Cornet Obolensky gesprochen. Auch ganz beeindruckend, auch da sind ganz tolle Geschichten rausgekommen, die ich nicht wusste, die wirklich auch unterhaltsam sind, so in der Rückschau. Also seid gespannt. Ja, ich bin es auf jeden Fall. Um diese Folge nicht zu verpassen, abonniert am besten unseren Podcast-Kanal. Folgt unserem Reitsportmagazin auf Instagram und da werden wir auch die nächste Zeit nochmal ein paar Fotos hochladen. Ja. Und ihr habt natürlich jetzt auch 14 Tage lang Zeit, alle zu informieren, die irgendwo einen Cornet Obolensky Nachkommen haben, wo es irgendwo in den Pferdepapieren auftaucht, weil ihr erfahrt ganz, ganz viel über diesen Vererber und vielleicht erkennt ihr das ja auch wieder in euren eigenen Pferden. Ja, bis dahin. Abonniert uns. Genau, und tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.